Oh, hier liegen auch 15 Zwergenpfeile rum. Eismiriam wieder. Oh ja, Fleisch. Röstet es. So. Schlüssel erforderlich zur Festung Dämmerwacht. Okay. Da oben in diesem Turm, wo die eine Tunte da war, da ist doch sicher noch irgendwas. Bist du eine Rotwardonin, oder? Deiner Hautfarbe nach zu urteilen. Naja, ist mir egal. Du bist ertrunken, so. Es war ein schrecklicher Unfall. So, Lavendel. Immer gut für den neutralen Geruch des Zimmers. So, ich stürze mich nun hier in den Tod. Heldenhaft, wie ich bin, genau. Feuer Atronach. Hatten wir schon gelootet, dann auf in die Festung Dämmerlicht. Wir steigen durch die Kerker ein und ich hoffe, in dieser Festung wartet Stufe 25 auf uns. Dann fühle ich mich nämlich nochmal einen Ticken sicherer. Ich muss ehrlich sagen, in meinem anderen Spielstand bin ich nicht so schnell aufgestiegen, da wo ich auf Adept gespielt habe. Also danke auch für eure Tipps übrigens in meinen ersteren Videos, wo ihr mir geschrieben habt, dass man sich natürlich schneller levelt, weil man mehr aufs Maul bekommt und mehr austeilen muss, bevor man den Gegner niederstreckt. Das gelbe Buch der Rätsel. Ja, nicht wirklich interessant. So, Kommode. Kleidung. Feine Stiefel. Ich müsste mal so eine feine Kleidung organisieren für unsere Leseabende, die ich dann abhalten werde. Möchte ich mich ja auch dementsprechend kleiden. Ihr wisst es schon. So, Weizen. Honigwabe, das sind alles Alchemiezutaten. Und hier zücke ich mal meinen Bogen. Man weiß nie, was einen in so einem Kerker erwartet. Wir gehen auf jeden Fall. Jetzt habe ich diesen verkackten Eimer mitgenommen, das gibt's einfach nicht. So. Wir gehen einfach mal wie immer hier im Stealth-Modus vor. Oh, ein Eismagier-Lehrling hat uns gehört anscheinend. What the fuck? Warum kann ich nicht rückwärts gehen? Schleichen verbessert. Ach, Lydia! Und Fass! Jawoll! So, wo ist der Schwucke jetzt? Da steht er. Zu hoch gezielt. Jawoll, ja! Dem geben wir aufs Maul, Leute. Kein Seelenstein ist groß genug für den armen Irren, naja. Kann man wohl auch nichts machen. Jetzt habe ich einen Lachs gefangen. Naja, ist egal. Sieh einer an, diese Spinne hatte irgendwo zwischen ihren Hauern noch Gold stecken. So, ein beschädigtes Buch brauche ich nicht. Ziegenfell nehme ich mit. Das nicht. Mischtaktiken, das hatte ich glaube ich schon. Seelensteine, immer nur her damit. Ein Sack mit Zeugs. Kohl brauchen wir nicht, Apfel brauchen wir auch nicht, Eisenstiefel auch nicht mehr, da sind wir schon drüber hinweg, ich sehe meine Füße gar nicht. Wir haben ja eine komplette Zwergenrüstung, oh hier stehen Heiltränke. Ursprünge der Dwemer-Gesetze, das klingt interessant. Die Wolfskönigin, da muss ich dann mal daheim schauen, muss ich meine Offscreen machen. Das Lied von Pelinal, Zufallsfehler haben wir glaube ich schon. Lederstreifen nehmen wir mal mit. Edra und Dedra haben wir auch schon. Zufallsfehler liegt hier nochmal. Wie liegt denn er hier da? Zwergenfall, Giftrezept, Gesundheit senken. Nee. Deine Robe darfst du mir aber überlassen, mein Freund. Den hat's ja übel erwischt, den armen Sack. So, hier ist wieder irgendeine Falle. Ich vermute mal, es wird hier so eine Pfeilfalle sein wieder. Lydia, löse mal aus. Gut gemacht, Lydia. Und da sehe ich eine Frostrune am Boden oder eine Blitzrune, eins von beiden. Jetzt schaue ich erstmal noch, was hier oben ist. In diesem Beistelltischchen ist nämlich Gold. Ah, hier drin ist nichts. Dann nehme ich mir hier mal meine Fackel zur Hand, dass ihr auch was seht. Okay. Jetzt sollte ich eigentlich erst so wieder sneaky-mäßig rein, aber
Oh, eine Truhe, die uns wahrscheinlich Stufe 37 im Schloss knacken bringen wird. Jawohl! Stufe 25 rückt näher. Eine bebänderte Eisenrüstung. Ja, ist nicht wirklich interessant für uns. Lederstreifen sind jedoch interessant für uns. Okay. Dann mal weiter im Business. Schauen wir mal, was hier. Ja, genau, die Rune müssen wir mal kurz loswerden. Eine Eisrune war es. Oh, ein Beschwörer ist jetzt sauer auf uns. Ah, Moment, der hat gleich mal dieses Stone Flash eingesetzt. Das mache ich auch gleich mal. Ja, Feueratronach hat natürlich Feuerblitz widerstanden. Ich glaube, so einen Feueratronach mal zu beschwören. Wäh. I'm hot. Komm doch mal bitte ins Visier, gute Frau. Ah, Stoneflash habe ich ja aktiviert. Und komm her. Die hat einen Pfeil auf dem Kopf. Das sieht irgendwie aus wie so. Jawoll, ja. Gerade haue ich irgendwie voll die geilen Finisher-Moves raus. So, Zwergenpfeil. Magierlicht. Ein Lichtkegel dort bleibt, wo sie einschlägt. Das hört sich geil an. Stab des Feueratronachen. Beschwört einen Feueratronachen. Das hört sich geil an. Das nehme ich mit, das Ding. Ich hätte doch auch noch diesen Stab von. Anscheinend haben wir es hier mit Magiern zu tun. Stab von Jurik Galdorson. Den hole ich mir doch gleich mal auf die linke Hand. So, Stab von Jurik Galdorson. Ja, der ist auch noch ein bisschen geladen. So, was haben wir hier? Wer wissen du? Blutiger Vampir. Also ihr wisst schon, ich habe schon relativ negative Erfahrungen mit Vampiren gemacht, aber wir sind hier gefangen. Vielleicht helfen die uns, wenn ich sie befreie. Vielleicht töten sie uns auch. Talos Fehler, das nehme ich mal mit. Der Bär von Markart. Naja, den lassen wir jetzt mal weg. Den Geldbeutel nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Und dieses Holzschälchen hier, das kippen wir mal um und schmeißen es weg. Nicht, dass wir es aus Versehen einsacken. Salz, das Firmament kennen wir bereits schon in 100 Millionenfacher Ausführung. So, die Kleidung. Stiefel, meine Fresse, was man hier alles hat. Bekommt, wie auch immer. So, dann machen wir das jetzt mal so hier. So, begreifen die mich jetzt an, die Vampire? Scheinbar nicht. Die greifen ihre Peiniger an. Machen wir jetzt schön mal die Tür zu. Und schauen wir, ob die in ihren Zellen noch irgendwas Interessantes hatten, außer Stühle, auf die man sich setzen kann. Was bist denn du? Nee, sieht nicht so aus. Lydia. Lydia. Lydia, es tut mir leid. Du nimmst es mir nicht übel. Ah, da ist noch eine Kommode. Oh, scheiße. Habe ich die Vampire aus Versehen getroffen. Oh, das hat mir ja mal schnell eine Vollheilung eingebracht. Ah, jetzt hauen sie ab. Okay. Naja, dann habe ich jetzt das Firmament hier mal durch die Gegend geschrien. Eichenhaut mal bitte.
kannst doch gar nichts. Komm her, Beschwörer Novize. So. Boah, voll in die Fresse gestoßen, ey. So, wir unterziehen uns mal wieder einer vollständigen Heilung hier. Die Herstellung verbessert auf 37. Und da ist die neue Stufe. So, was muss unbedingt verbessert werden? Ausdauer, habe ich gesagt. Muss auf jeden Fall mal wieder. So, das Talent hebe ich mir mal wieder auf. Goldstab der Funken kann sie behalten. Blutende Krone gibst du mir mal. Genauso. Ah ja, genau, deine Magierrobe will ich noch haben. Die lassen sich nämlich anfänglich für gutes... Ah, der Vampirmeister ist Gott sei Dank schon tot. Lassen sich für gutes Geld nämlich verkaufen. So, was haben wir jetzt hier? Das Buch der Daedra. Haben wir das nicht schon? Das haben wir, glaube ich, schon. Biografie, geschichtlicher Überblick über das Kaiserreich, Band 3. Irgendein Band hatten wir noch nicht. Das sind nur beschädigte Bücher. Mystica Galerion. Hier steht ein Salz. Alter, ist hier viel Blut. Ich zücke mal wieder meine Fackel, damit ihr auch was seht hier. Salz. Was finden wir in diesem Schrank? Einen Besen, Lederstreifen, 10 Stück. Her damit. Ah, da unten liegen auch noch Bücher. Das Levelbuch der Rätsel. Im Fass ist wieder Weizen. Zaubertrank der Heilung. Ja! Scheiße. So, zack. Was haben wir hier noch? Ein Khajiit, was ich ja relativ witzig finde, ist, dass sich sein Schwanz immer noch bewegt. So, blutende Krone. Mythen über Sheogorath. Nehme ich mal mit, der Aufstand von Erstburg. Ein Kuss, liebste Mutter. Das hat mit der dunklen Bruderschaft zu tun. Das nehmen wir doch mal mit. So, jetzt frage ich mich, wo Lydia... Ah, hallo Lydia. Bist du ja. So, denn... Ich habe so das Gefühl, ich brauche dich gleich an meiner Seite. Das war irgendwie bloß die Einführung hier. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Hier ist niemand. Ah, das ist ein Adept. Jawohl. Ja, komm. Mit deinem Eis kannst du bei Lydia nicht viel anrichten. Die ist eine Nord. Ich werde hier voll der Bogenschützen-Master, Leute. Ich werde immer... Ja... Oh, der hat eine Schnellheilung gerade benutzt, so wie wir eine haben. So. Jetzt bezahlt ihr. Was hat denn der hier gerade? Der hat sich gerade seinen Käse geschnitten. Okay. Da ist ein Magier drin. Das scheint nicht gegen uns zu sein. Gut. Soll mir auch recht sein. Habt ihr noch... Seid ihr zum Sterben bereit? Hä? Ah, Lydia, hallo. So. Kame, Hame. Ihr habt mich gerettet. Ah, das ist der Orthorn. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Sollte ich vergewaltigt. Hier rauszukommen, versprochen. Du bist ganz schön auf Eis gelegt. Wo sind die Bücher? Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Nö, du hast ja geklaut, du Depp. Die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Puh, das schaffe ich eigentlich alleine, aber... Wenn ihr mich nicht sofort in Ruhe lasst, töte ich euch eigenhändig. Ihr habt recht, ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Ich bin ein schwacher Spast. Ich werde mein Bestes tun. Du hast immer noch Eiszapfen in der Schulter stecken. Ah, jetzt sind sie geschmolzen. Auf wundersame Weise.
So, ein rauer Wulstling nehmen wir natürlich mit. So, den Eismagier-Adepten, den ziehen wir natürlich mal wieder aus. Wir wollen ja sein Zeug haben. Wow, hey, ja, 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 jetzt, Leute, mal ganz ruhig mit den jungen Pferden hier. So. Ich zücke mal wieder meinen Bogen. Wobei. Jetzt lass mich halt mal durch, ich will auch kämpfen, du blöder Feueratronach. Uah, das ist Sparta. Und da, du Penner, brenne, du Sau. Ich hoffe, das waren alle. Ich muss hier raus. So.